Oh, ist das eine Hitze, die Tage. Ja, sicherlich seid ihr auch irgendwo im Freibad oder wie ich hier am See. Aber es werden auch Tage kommen, wo es ein bisschen kühler ist. Und da kann man mal schauen, ob man seinen Keller ausmisten möchte. Und dazu habe ich auf jeden Fall einen Tipp, und zwar eBay Kleinanzeigen. Ich zeige euch, wie ihr richtig bei eBay Kleinanzeigen online stellt. Und wenn ihr das sehen wollt und die Tipps und Tricks erfahren möchtet, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Ja, wie ihr vielleicht hören könnt, habe ich einen besseren Ton, als das bei den vorigen Videos war, denn ich habe mir ein Mikro zugelegt. Und dementsprechend könnt ihr mich bestimmt jetzt besser verstehen und es nicht so abgehakt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Worum geht es heute? Heute geht es um das eBay-Kleinanzeigen verkaufen. Ja, da möchte ich euch gerne zeigen, mit euch gemeinsam eine Anzeige schalten, wie man bei eBay-Kleinanzeigen erfolgreich verkaufen kann. Einige Tipps und Tricks. Es ist ja nichts Schweres. Vielleicht hat schon jemand von euch was bei eBay-Kleinanzeigen online gestellt. Aber da gibt es kleine Einzelheiten, die man zu beachten hat, um es noch besser hervorzuheben, beziehungsweise es einfach besser zu vermitteln und zu verkaufen. So, dann legen wir mal direkt los. Ich habe hier schon mal meine Seite aufgemacht und es ist ein frisches Konto und zu Vorzeigezwecken habe ich mir das hier erstellt. Wie man sich bei eBay Kleinanzeigen registriert, ist, denke ich mal, selbsterklärend. Da brauche ich nichts zu erzählen. Jeder hat sich schon mal irgendwo registriert. Die E-Mail-Adresse könnt ihr auf jeden Fall benutzen, die ihr möchtet, denn eure E-Mail-Adresse wird hier nicht weitergegeben von eBay Kleinanzeigen. Das heißt, es wird anonym mit den jeweiligen Käufer geschrieben. Dementsprechend habt ihr hier die Sicherheit, dass eure Daten geschützt bleiben. Legen wir direkt mal los. Also, ich mache das hier jetzt momentan auf meinem Notebook. Wenn ihr das am Handy machen wollt, ist es, glaube ich, noch einfacher, aber es ist großteils wirklich identisch, so wie als auf dem Desktop, als auch am Handy. Wir klicken auf Anzeige aufgeben. Wählen unsere Kategorie aus. Ganz wichtig, wenn ihr die falsche Kategorie auswählt, dann kann es gut möglich sein, dass euer Artikel einfach so gut wie nicht angezeigt wird und in der Suche nicht zu finden ist. Ja? Dementsprechend ist es schon ganz wichtig, die richtige Kategorie auszuwählen. Was wollen wir heute verkaufen? Ich möchte ein iPhone 5S verkaufen. Dementsprechend drücken wir auf Elektronik, suchen bei der Unterkategorie aus Handy, Telefon. Und Art ist quasi die Marke und das ist ein Apple. So, dann gehe ich auf Weiter und dann kommt diese Maske hier, wo ihr quasi alles eintragen könnt. Art ist Apple, haben wir schon ausgesucht. Gerät, Zubehör, was haben wir? Gerät, Zubehör, wir haben das Gerät und das Zubehör. Zustand, neu, gebraucht, defekt. Ja, da könnt ihr wie gesagt auswählen. In meinem Fall ist es gebraucht. Ganz wichtig ist dann noch, den Anzeigetyp richtig auszuwählen. Es ist standardmäßig auf Ich biete. Wenn ihr etwas sucht, dann natürlich auf Ich suche. Ja? Dann geht es um den Titel der Anzeige. Der ist ganz, ganz wichtig. Hier ist wichtig zu beachten. Das erste stehende Wort ist generell immer das Relevanteste. Ja? Deswegen schreibt dann nicht irgendwas mit Zahlen, bla 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 am Anfang, es sei denn, es ist sehr relevant für euren Artikel, den ihr verkaufen möchtet. In meinem Fall ist es ein iPhone 5S. Es ist von der Marke Apple. Dennoch sprechen wenige von Apple. Ja? Es wird hauptsächlich ein iPhone gemeint. Ja? Und ich habe hier schon mal einen Text vorbereitet, der wie folgt aussieht. Den kopiere ich mal eben rein. iPhone 5S, 64 GB, also solche Sachen wie Speicherplatz und so, die relevant sind für den Preis auch, solltet ihr auch ziemlich weit vorne eingeben und überhaupt eingeben. Des Weiteren habe ich hier Apple Smartphone, Handy, Space Grau ohne SIM-Lock UVP. Das ist so, wo ich sage, sind wichtige Suchbegriffe, die man hier verwenden kann und die auf jeden Fall bei der Suche gut beitragen. Genau. Für euch ist es natürlich, je nachdem, was ihr verkaufen wollt, andere Sachen relevant. Ich würde am besten einfach immer schauen, wie macht das die Konkurrenz, die erfolgreich verkaufen. Zum Teil auch versuchen, bei eBay direkt zu schauen, nicht bei eBay Kleinanzeigen, sondern eBay direkt, wo ihr dann sehen könnt, welche Suchbegriffe die Leute benutzen, verwenden, um wirklich besser hervorgehoben zu sein.
und in der Suche gut zu sein. Beschreibung ist natürlich auch wichtig, ist nicht zu vergessen, denn hier müsst ihr dem Kunden oder dem Käufer am besten beschreiben, worum handelt es sich, die Mängel ansprechen und so weiter und so fort, damit der Kunde, der Käufer in dem Falle wirklich weiß, was er hier kauft. Denn es ist wirklich ein bisschen peinlich, wenn ihr erstmal es sehr gut hervorhebt und dann kommt jemand zu euch nach Hause, möchte das Zeug abholen und dann sieht er hier gebrochen, da gebrochen. Ist ein bisschen traurig, das werdet ihr definitiv dann auch nicht verkaufen. Also ich würde es persönlich nicht mitnehmen oder derjenige wird das dann so weit runter handeln, dass ihr es quasi verschenken müsst. Ja? Aber natürlich sollte man jetzt nicht zu viele Fehler ansprechen, die relevant sind schon, ja, aber wenn man jetzt etwas ganz schlecht darstellt, dann wird man in erster Linie vielleicht gar nicht ja, Aufmerksamkeit drauf lenken können. Und vielleicht ist es dem Käufer im Endeffekt nicht so wichtig, dass das einen Kratzer hat am Ende, wenn er da ist. Und dann nimmt er es vielleicht für 10 Euro weniger trotzdem mit. Ja? Ich bin trotzdem einer, der es versucht, immer ja, ehrlich zu machen und gut hervorzuheben. Dementsprechend ist mein Text wie folgt. Ihr könnt das Ganze hier ein bisschen länger machen. Ja, ich verkaufe hier ein iPhone in einem guten, gebrauchten Zustand, funktioniert einwandfrei, es besteht kein SIM-Lock, kein Branding und so weiter. Somit kann das Handy mit jeder beliebigen SIM-Karte genutzt werden. Für weitere Fragen stehe ich immer zur Verfügung, das könnt ihr immer natürlich dazu schreiben. Weiß man aber eigentlich, eine Besichtigung nach Vereinbarung ist immer möglich. Versand wäre möglich. Bietet euren Kunden Versand an, ja? Denn viele schauen wirklich deutschlandweit nach Produkten und Artikeln, die sie bei eBay Kleinanzeigen kaufen möchten. Und dementsprechend, wenn das jetzt nicht überdimensionale Dinge sind, dann könnt ihr diese auch verschicken, ja? Dann geht vielleicht der Versand auf den Käufer. Ja, in meinem Fall schlage ich die 5 Euro Versand dem Käufer auf und biete diverse Zahlungsweisen natürlich auch an. Ja. Per Überweisung, PayPal ist so das Einfachste, wo man das Geld direkt hat und dann weiß man, okay, du hast das Geld bekommen und kannst direkt verschicken. Ja. Bei PayPal gibt es halt zwei Optionen, wo ihr das Ganze einmal im ja, Freunde-Modus oder Option macht oder als Käuferschutzprogramm. Ja. Das heißt, der Käufer, da fällt eine kleine Gebühr an für euch, ja. Aber hier schreibe ich auch, dass die Gebühren der Käufer übernimmt. Dementsprechend überweist er prozentual, es müssten so 2 bis 2,5% sein vom Kaufpreis, ja, die an Gebühren anfallen. Die könnt ihr dem Käufer aufschlagen. In meinem Fall mache ich das auch so, aber dann hat man wirklich Sicherheit und der Käufer ist da wirklich auf der sicheren Seite. Aber auch ihr als Verkäufer seid auf der sicheren Seite, denn wenn der Käufer dann irgendwelche Faxen macht und sagt, ich habe gar nichts bekommen oder dies, das, dann werdet ihr auch geschützt sein als Verkäufer. Ganz wichtig. Ja, und dann noch ein paar Suchbegriffe, die ich hier eingefügt habe. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht, weil wenn das Relevanteste hier im Titel steht, dann ist alles gut. Kann man aber definitiv machen. Ja, und dann schreibe ich auch noch, dass es sich hier um Privatverkauf handelt, kein Umtausch, keine Garantie und so weiter. Ja, das mache ich bei meinen Anzeigen, müsst ihr aber auch nicht, denn rechtlich ist es eigentlich nicht notwendig. So, der Preis. Der Preis ist natürlich relevant. Ihr könnt das als Festpreis zur Verhandlungsbasis oder sogar zu Verschenk machen. Ja. Wie finde ich jetzt den Preis heraus? Ja? Ich verkaufe eine Sache, ich weiß jetzt nicht, was der Marktpreis momentan ist. Ja, dann schauen wir uns den doch mal einfach an. Und wenn ihr das bei eBay Kleinanzeigen verkauft, dann schaut auch bei eBay Kleinanzeigen. Gebt hier einfach ein iPhone 5S. 64 GB, das, was es euch auch betrifft. So, und dann schaut ihr einfach nach dem Preis. Okay, wir haben hier verschiedene Preise. Hier gibt es sogar was für 200 Euro. Hier gibt es zwei Defekte für 45 Euro. Natürlich handelt es sich um kein Defektes bei mir. Da schauen wir weiter. 129 Verhandlungsbasis, 110, bla bla bla. Okay. Ja, also ich würde sagen, hier ist der Durchschnittspreis wirklich bei 100 Euro, ja. Ich stelle 100 Euro Festpreis rein, ja. So könnt ihr den Preis halt einfach nur bestimmen und ist für euch einfacher. Ich würde am besten immer ein bisschen einen Tick höher ansetzen, ja.
wenn ihr das mögt. Am Ende könnt ihr immer noch ein bisschen runtergehen, nicht zu günstig reinstellen, weil dann ärgert ihr euch, weil da jemand sagt, oh, ich nehme es schon direkt. Und dann hättet ihr gedacht, oh, hätte ich doch ein bisschen mehr verlangt. Aber ist jedem selbst zu überlassen. Genau, und das stelle ich als Festpreis rein. Verhandlungsbasis müsst nicht unbedingt machen. Festpreis kann man immer noch dann über den Preis sprechen, falls es was sein sollte. So, dann kommt man jetzt zu den Bildern. Bilder habe ich hier auch schon vorbereitet. Macht am besten von jeder Perspektive ein Foto, und bei sehr gutem Licht ist natürlich auch wichtig, dass man den Gegenstand sehr gut erkennt. Ihr braucht keine Fotobox oder so, macht es einfach auf dem Boden bei sehr gutem Licht. Am besten einen eintönigen Untergrund, nimmt dazu ein Blatt Papier oder so, also ist jedem selbst überlassen. Ich habe jetzt hier einige Fotos gemacht, die habe ich jetzt auch aus verschiedenen Perspektiven das iPhone fotografiert und habe diese hochgeladen. Wenn ihr jetzt die Fotos hochladen tut, dann könnt ihr immer noch variieren, welches Foto soll denn das Anzeigebild sein, ja? Und dazu nehmt ihr einfach das Foto, haltet die Maus gedrückt und könnt es verschieben, ja? Genauso könnt ihr auch hier noch einmal das Ganze, ja, schneiden, so dass Überflüssiges weggeschnitten wird, oder sogar drehen. Wenn ihr jetzt mit einem Handy ein Foto gemacht habt und habt das nicht bearbeitet, dann könnt ihr auch das hier machen. Und dann könnt ihr es speichern. Gut, Fotos haben wir auch. Dann gebt ihr den Ort ein, in dem Falle die Postleitzahl. Ich habe jetzt hier Berlin ausgesucht. Und ihr könnt natürlich auch die Straße angeben. Würde ich nicht machen, denn wenn wirklich ernsthafte Anfragen sind, könnt ihr das auch in den Nachrichten schreiben. Genau. Anbieterdetails, da müsst ihr darauf achten, wenn ihr privat verkauft, dann klickt natürlich privat an, es ist immer standardmäßig auf privat. Wenn ihr das Ganze gewerblich macht, was ich euch rate, ja, wenn ihr wirklich gewerblich angemeldet seid, das heißt jetzt nicht, wenn ihr privat verkauft, dass ihr das machen müsst, ja. Wenn ihr gewerblicher Verkäufer seid und habt vielleicht einen Shop und so, dann könnt ihr das Ganze auch bei eBay Kleinanzeigen schalten, denn eBay Kleinanzeigen hat ein sehr, sehr gutes SEO und wird sehr gut bei Google gelistet. Dementsprechend werdet auch ihr hier sehr viele Käufer finden, die bei euch kaufen werden, ja. Und dementsprechend natürlich auch alles versandmöglich, ja, macht wie ihr wollt. Aber gewerblich müsst ihr darauf achten, dass ihr da ein Impressum angibt. Denn wenn ich hier jetzt auf gewerblich klicke, habe ich ein weiteres Fenster bekommen, rechtliche Angaben. Da fügt ihr euer Impressum rein, was sehr wichtig ist, sonst ist das Ganze abmahnfähig. In meinem Fall verkaufe ich jetzt privat. Telefonnummer, Name ist wichtig, Telefonnummer ist nicht relevant. Könnt ihr aber angeben, müsst ihr aber nicht. Ja? Ich bin einer, der immer die Telefonnummer nicht sofort angibt, denn man kriegt dann wirklich zig Anrufe, wenn es irgendwas Gutes ist, und jeder will und fragt nach dem letzten Preis. Muss nicht sein, ist jedem selbst überlassen. Wenn dann ernsthafte Anfragen kommen, könnt ihr die Handynummer immer noch geben. So, was haben wir hier noch? Verkaufschance erhöhen, ja? Das bietet eBay Kleinanzeigen an, um eure Anzeige noch besser zu schalten. Ich würde es direkt nicht empfehlen, ja? Probiert es erstmal so, wenn ihr sagt, oh, ich will es doch ein bisschen schneller loswerden, dann könnt ihr das Ganze hier machen, ja? Und ihr müsst natürlich zur Relation nachher stellen, dass ihr, ja, wenn ihr da irgendwas habt für 10 Euro, dass ihr dann nicht für 18,95 Euro eine Top-Anzeige kauft, wäre Quatsch. Deswegen, wenn es wirklich gute Sachen sind und man es ein bisschen erweitern möchte, beziehungsweise die Reichweite erhöhen, dann würde ich das euch empfehlen. Genau, ja, das war's schon. Dann klicken wir einfach nur auf Anzeige aufgeben. Ihr könnt vorher eine Vorschau machen, müsst ihr aber nicht, denn im Nachhinein kann man auch alles noch bearbeiten. So, da seht ihr schon, Anzeige geht in 2 Minuten online. Perfekt. So, dann könnt ihr hier bei euch auf Anzeigen klicken und seht schon eure Anzeige. Ja? Hier könnt ihr beobachten, wie viele Besucher da waren und wie viele sich das bei sich als Favorit gesetzt haben. Ist auch manchmal wichtig zu sehen, okay, wenn da ganz viele Favoriten sind, dann heißt es, dass das ist sehr begehrt und ihr werdet es wohl schnell verkaufen. Wenn ihr irgendeinen Fehler im Nachhinein gemerkt habt, dass es aufgetreten ist, dann könnt ihr das Ganze hier bearbeiten. Hier könnt ihr löschen, wenn es verkauft wurde, oder ihr könnt es deaktivieren.
falls jemand reservieren möchte, ja, was ihr auch nicht machen müsst. Ein Verkaufsschild könnt ihr euch auch erstellen lassen, was ihr dann ausdrucken könnt und vielleicht im Kaufhaus oder irgendwo im Laden aushängt. Was noch zu sagen ist, ist natürlich, achtet darauf, dass ihr es nicht unbedingt in der Woche macht. Sehr gute Tage sind natürlich kurz vorm Wochenende. Heute ist Samstag. Ich habe es heute einfach gemacht. Was gut wäre, wäre ein Freitag, wenn Leute dann am Wochenende schauen, oder ein Sonntag, wo die meisten auf dem Sofa liegen und dann so ein bisschen durch eBay Kleinanzeigen stöbern. Ja, so viel zu eBay Kleinanzeigen. Ich hoffe, da waren wichtige Tipps für euch dabei, die ihr noch nicht wusstet. Und freue mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr das Glockensymbol drückt, um kein weiteres Video zu verpassen, denn es kommt noch sehr, sehr viel. Dann wünsche ich euch weiterhin ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne, genießt die Wärme, denn ab nächster Woche soll es dann wieder regnen, was vielleicht auch nicht schlecht ist, sich ein bisschen wieder abzukühlen. Trotzdem wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg beim Verkaufen. Bis denn.